geht, herzlich willkommen bei den Legend Gamers und heute geht es um die Formel 1 und wir haben natürlich einen Special Guest dabei, Vincenzo. Hallo, freut mich hier zu sein. Kannst du uns ein paar Sachen über das Spiel sagen? Ja, das Spiel wurde im August 2018 von Codemasters gemacht. Es wurde für den PC, für die PS4 und für die Xbox rausgebracht. Wir persönlich haben es auf dem PC mit dem Lenkrad probiert. Gibt es nur aktuelle Rennwagen oder gibt es auch andere Wagen? Ja, wenn man ein Rennen starten möchte, kann man zwischen zwei Klassen wählen. Aktuelle Fahrzeuge und historische Wagen. Zudem hatten wir die Headline Edition. Sie enthält zwei klassische Rennwagen, sowie den 2009 Brown BGP 001 und 2003 Williams FW25. Schön, den Sammlern unter euch wird wahrscheinlich gerade das Herz aufgehen. Welche verschiedenen Spielmodis gibt es? Es gibt den Karrieremodus, den Grand Prix-Modus, den Mehrspieler und den Zeitfahren. Beim Zeitfahren kann man sich selbst testen, indem man gegen die Zeit fährt. Beim Mehrspieler kann man mit Freunden spielen. Beim Grand Prix-Modus ist eigentlich ganz normales Rennfahren. Und beim Karrieremodus wird man von einer Reporterin begleitet. Und du kannst zwischen verschiedenen Teams aussuchen, wie Ferrari und Mercedes. Und dann kannst du halt eine Karriere führen und dich halt ins Spiel reinversetzen. Gibt es irgendwas, was dir in diesem Spiel nicht gefällt? Also eigentlich finde ich alles gut, außer die Kommentare aus der Box nerven sehr, weil sie sich immer wiederholen. Könntest du uns eine Spielbewertung dalassen von 1 bis 5 Sternen? Ich würde den Inhalt und die Atmosphäre 4 von 5 Sternen geben. Und die Spielmechanik und die Gameplay 4 Sterne, weil wir haben ja mit Lenkrad gespielt, war ein bisschen einfacher. Nur halt für Anfänger ist es auch mit Lenkrad sehr schwer. Und insgesamt würde ich das Spiel 4 Sterne geben. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Thanks for watching, Legend Gamers. Ciao.